Moin, moin, liebe Leute, willkommen zurück. Ja, ich stehe immer noch hier, ne? Wo soll ich auch sonst sein? Okay, wie sieht es eigentlich nahrungstechnisch aus? Tierexkremente, ja, die lasse ich mal drin. Nahrungstechnisch, ich habe noch Banane drin, Riesenkrötenfleisch, Fleisch habe ich drin. Ja, vielleicht ein unbekannter Pilz. Mach den mal, ich esse den mal. Oh, der war gut. Kohlenhydrat und Energie. Lecker. Okay. So, lass mich noch mal kurz gucken. Unbekannter Pilz. Ja, das ist alles so. Überprüfe den Ort Lambda 2. Das auch noch. Stelle Ayahuasca her und trinke es in deiner Erinnerung. Lambda 2? Wo ist denn Lambda 2? Keine Ahnung. Okay. Warte mal, wem gehört das alles genau? Das ist hier. Schritt 1, entzünde ein Feuer. Ich muss ein Feuer machen. Vanisteropsis carpi. Ach so. Hier habe ich doch eine Lianenstreifen, die an den lichtesten Dschungelpol. Vanisteropsis carpi? Und Psychotria habe ich auch. Warte mal. Ey, das sind Reste. Vanisteropsis Reste. Schade. Muss ich noch finden. Okay, was haltet ihr davon, wenn ich da erstmal, das ist am Brennen, lass mich da noch mal kurz ein paar Stöcker rein, lass mich mal kurz ein paar Stöcker holen. Warte mal, hier ist ein langer Stock. Herstellen. Und dann glaube ich mit dem Stein war das, ne? Obsidian, Stein. Nee. Vielleicht noch eine Liane? Nee. Schwacher Steinspeer. Ah, das ist ein Bogen. Ah, guck mal. Stockklinge, Steinklinge. Ah, warte mal, das Messer mal kurz weg. Ich glaube, mit der Steinklinge war das. Egal, jetzt habe ich aber einen Bogen. Habe ich zumindest mal einen Bogen. Bin ich zu nah? Ich bin bewaffnet. Wer auch immer du bist. Ach so, du bist nur dieses kleine Krabbeltier da. Glaube ich. Das so rumwatschelt. Okay, warte mal, ich brauche noch mal so eine Echse. Machen wir wieder ein paar Bananen hier dran. Lass mal eine. Oh. Okay. So, der ist schon mal tot, der kann mir schon mal nichts machen. Hier im Dschungel musst du dir echt um dein Leben bangen, ne? Guck mal, das konnte man doch auch nehmen. Tabakblatt nehmen. Oh, ich habe keinen Platz mehr im Rucksack. Überall so viele Geräusche hier, ne? Warte mal, das mal weg. Immer noch kein Platz. Weg. Jetzt habe ich das Tabakblatt. Okay, ich glaube, Pfeile konnte ich mir. Warte mal, ich habe ein paar Federn. Federn. Dann hier kleiner Stock. Nee. Großer Stock. Nee.
Vielleicht ein Seil dazu? Nee. Wie mache ich mir Pfeile? Vielleicht zwei Federn? Weiß ich nicht. Ah, zwei Federn. Gerade mal zwei Pfeile. Oh, schade aber auch. Okay, warte mal, die Pfeile. Ja, würde ich schon ganz gerne. Einfach kein Platz hier, ne? Warte mal, den mal kurz darüber, das mal da hoch. So, die Pfeile gerne da unten ins Eck. Dann gerne das da runter, das dahin. Ah, die Tabakblüte, die braucht hier echt eine Menge Platz. Aber ich glaube, ich habe auch viel zu viele Knochennadeln. Mal weg mit den Dingern hier. Wie viel braucht doch kein Schwein? Okay, warte mal, da ist noch so ein Baum. Liane. Ja. Da kriege ich aber immer nur Reste, ne? Immer nur Reste. Ich probiere das, glaube ich, mal mit den Resten hier aus. So. Kleines Lagerfeuer, genau. So, kleines Feuer. Brauche ich nochmal Stöcker. Komm, dann zerlege ich den mal kurz. Dem hier möchte ich gerne jetzt den Steinspeer machen. Jetzt lass mich mal gucken. Und zwar mit der Steinklinge eventuell. Dann vielleicht doch ein Seil. Ah ja. Seil, Steinklinge, okay. So, dann kann nämlich der schwache Speer raus. Der kann dahin. Sehr schön. Kann ich den nochmal zerkleinern? Ich glaube, hier darfst du dich auch nicht zu lange. Ja, also warte. Zerstören. Weg mit dir, komm. Da ist nochmal ein Stöcklein. Da ist nochmal ein kleiner Stock. Den bringe ich kurz zum anderen Lagerfeuer. Geht das? Oh, so ein dicker Holzscheit geht gar nicht. Okay, warte, einmal sammeln. Das ist das Feuerbrett. Ach so, ich habe gar keinen Handbohrer mehr, okay. Aber das ist doch kein Thema. Stellen wir mal her. Das war so und ich glaube ein kleiner Stock. Ja, genau. Geistige Gesundheit, alles klar. So, da Bogen, Pfeil, alles klar. So lerne ich langsam das Zeug hier alles, ne? Gut, das Fleisch ist am Trocknen. So, Glut erforderlich habe ich. Okay, Moment.
Achso, halt benutzen. Getrocknet passt nicht. Passt auch nicht. Na gut, dann muss ich das nehmen. Bitch! So, Ayahuasca hineinstecken. Ich glaube, ich habe alles gehabt, ne? Oh, sieht das lecker aus. Fantastisch. Hey, what are you doing here? Ein Kind. Hey, wait! What the? Okay, ich glaube, ich habe einen kleinen Interess hier, ne? Okay, ich soll dem hinterherlaufen. Ich glaube, das ist jetzt so eine Faszination oder so. Ja, das. Ich hab voll einen Dusel. Wusch. Alter, ich wollte schon immer auf Drogen stehen, ey. Alter, volle Kanne, ey. Voll high. Hey, Kid! Where are you? Oh, hallo. Where am I? Ja, wo bist du, Nona? Okay, laufen kann ich nicht. Gut. Gehen wir der Geschichte mal weiter auf den Grund. Ja, ab in die dunkle Tiefe. Zum Antworten drücken. Keiner? Kid? Hello? Hello? Do you remember how we got here? Mia, bist du das? Mia? Is that you? First contact is always difficult. They're extremely weary. I don't remember anything. You were calling to me. I ran out of the tent and... They have to be. Civilization is killing them. And we don't even realize it. Yeah. Maybe it would have been better if I'd just died back then. Hey, da ist ihr Gebot, ne? Die Karte lesen. Oh, ach guck mal hier, da sind wir angedockt. Da habe ich mein Lager aufgebaut. Ach guck mal, die ist da aufgebrochen. Und mit dem Boot ist die hier rüber gedüst. Nach da unten. Und da ist das Village anscheinend. Also hier weiterlaufen und dann zack. Okay. Interessant, okay. Mia berühren. Mia, I... So eine Erinnerung von ihr, ne? Wie sie Kontakt mit denen aufnimmt. Oh, super. When the American colonization began, the conquistadores brought their diseases here with them. Many tribes were wiped out, and the rest moved even deeper into the jungle. Chief Kuini went on and on about whole generations of his ancestors being decimated, until they received a gift from the jungle.
And me? Naively, I assured them about our good intentions. Ja, du vielleicht, ne? Also das ist der Häuptling Quinny oder so. Mia berühren, nee, nee, noch nicht. Aber alle haben sich unten so eine kleine Glatze auf dem Kopf, ne? Das ist modern. Das müssen wir vielleicht auch mal machen. Guck mal, das sind noch Kinder. Da ist eine Notiz, glaube ich. Mias Tagebuch. Heute bin ich im Dorf angekommen. Bisher war jeder meiner Versuche mit den Yaburaka zur Kommunikation erfolglos. Sie behandeln mich, als wäre ich unsichtbar. Aber immer noch besser, als davongejagt zu werden. Ich muss ihr Vertrauen gewinnen, ihnen zeigen, dass ich bin wie sie. Und dafür muss ich den Luxus der Technologie aufgeben. Wir werden sehen, wie lange ich mich nur von Bananen ernähren kann. Jake ist im Lager geblieben. Ich mache mir Sorgen um ihn. Als er gestürzt ist, hat er sich ziemlich schlimm verletzt. Er hat gesagt, es gehe ihm gut, aber ich könnte schwören, dass ich ein Zögern in seiner Stimme gehört habe. Hoffentlich habe ich mir das nur eingebildet und eigentlich ist alles in Ordnung. Ja, er ist ein erwachsener Mann, aber gleichzeitig ist er so tollpatschig. Im Dschungel muss man auf jeden seiner Schritte achten. Selbst der kleinste Kratzer kann tödlich enden, wenn er sich entzündet. Ich will gar nicht darüber nachdenken. Ja, das habe ich gemerkt, dankeschön. Kinder anschauen. These children, I've seen them before. I miss them, you know? I wish I could see them again. Ja, guck mal, die spielen mit dem Funkgerät. Ja, Kinder sind immer sehr neugierig, ne? Die Erwachsenen sind ja eher so misstrauisch mit, oh, neue Technologie. Oh, bitte nicht. Das ist. Die Kinder sind meistens die immer neugierig sind. Und gern Neues lernen und erfahren möchten. Aber es ist alles irgendwie so eine kleine Erinnerung von der Mia. Okay, wo sind wir jetzt? They trusted us. Embraced us as their own. They even shared their secret with us. Okay. Dios mío. ¿Qué hemos hecho? Okay, also du bist hier anscheinend bei dem im Dorf angekommen, ne? Die machen da gerade ihr Tänzchen, ihre Feier und irgendwie sind da aber auch misstrauische Gegner. Kann ich hier hinten noch was finden? Naja, anscheinend nicht. Ich gucke hier aber erstmal alles durch. Guck mal, da liegt was. Mias Tagebuch, da. Die Yaburaka beginnen endlich mir zu vertrauen. Das wurde auch langsam Zeit. Ich bin es leid, am Rande ihres Dorfes zu schlafen und ständig den Dschungel im Rücken zu haben. Mittlerweile kann ich fast den ganzen Tag bei den Stammesangehörigen verbringen. Viele von ihnen sind noch misstrauisch, aber am wichtigsten ist, dass ich die Gunst des Häuptlings Quinny gewinnen konnte. Dank seiner Unterstützung wird meine Aufnahmezeremonie bald stattfinden. Ich bin zwar aufgeregt, aber ein bisschen Angst habe ich auch. Theoretisch weiß ich, was mich erwartet. Aber es ist etwas anderes, von dem Ritual zu lesen, als es tatsächlich selbst durchleben. Ich hoffe, dass alles gut läuft. Ich will endlich einer von ihnen werden. Es wird ein herrliches Gefühl sein, Teil dieser wunderbaren Gemeinschaft zu werden. Abgesehen davon werde ich Jack endlich ins Dorf bringen können. Ich kann es kaum erwarten, dass er und ich zusammen mit Yaburaka reden. Okay, das war dein Plan. Das ist richtig. Das war mal dein Plan. Ist da hinten vielleicht noch irgendwas, was ich übersehen habe? Der versteckt sich hier ein bisschen komisch. Ja, hier ist nichts mehr, okay. Na, dann gehe ich mal Mia berühren. Schön sieht's aus. I just wanna. Du wirst sie nie berühren können. Das Geschenk nehmen. Jake. Come in, please. I need you. Mia? Oh. Wait,
I'm here! Na, jetzt wacht er, glaube ich, auf. Hello? Jake? Please. I can't live without you. Mia, is it really you? What happened? Are you safe? Gracias a Dios que estás vivo. Me? I'm safe. Trust me. Tell me what happened to you. I was losing it trying to contact you. I was hoping you could tell me that. You called me in the middle of the night, and I ran out to look for you, and all I remember is running and falling? Wait, you fell? That doesn't sound good. Okay, take it easy. Breathe. Do you know where you are? I have no idea. Can you give me some clue as to your whereabouts? A landmark or something? Ich habe eine Karte gefunden. Found a map. It's half burnt, but there's a location marked on it. Lambda 2. Not sure what it is. Do you? No, I don't think so. Can you get there? Well, I will try. You tell me. Left me. Mia? Yes? Come again? You're breaking up. Without the... Oh, Hope. Mia? Mia! Oh, fuck! Battery's dead. Boah, was für ein Trance. Warte, bis die Funkgerätbatterie wieder aufgeladen ist. Na super. Oh, warte, da ist, glaube ich... Nee, halt, da. Handbohrer. Eigentlich. Wieso habe ich jetzt zwei Handbohrer? Scheiße. Ach, egal. War der eine wohl doch noch da, ne? Jetzt machen wir mal erstmal hier kurz das Lagerfeuer wieder an. Neuer Dialog freigeschaltet. Okay, Moment. Hello? Mia? You there? Jake? Oh my god, I'm freaking out here. Why did you go silent? What happened? Battery died. I had to charge it and we can't talk long. Just tell me where you are. I'll find you somehow. Told you. I'm safe. Let's focus on you, okay? Report everything. I'll always be here for you if you need to talk. Does that mean you're in our tent? You know I'm safe. I already told you. Don't waste the battery. I'll be wherever you need me. Okay. Will do. Over and out. Ha, das ist aber seltsam, oder? Gott. Das Dorf, das ich da gefunden habe. Hey, Mia. About this village I found? Yes, what about it? It's abandoned, but I found a few burned items that couldn't have belonged to the tribe. These came from outside the jungle, it looks like. Are you certain we haven't been here before? The tribe fears our world, but they would never burn our things. They know we are not the enemy. Okay. Yeah, okay. I understand. Du hast mich spät nachts angerufen. Was war da los? Ja, das würde ich gerne mal wissen. Mia, just before the accident, you called me in the middle of the night. What happened? My lamp went out. I panicked. That's it? Yeah, that's it. I know, given the situation you're in, my problems really don't seem like much, but I got scared, okay? Oh, I'm sorry. I didn't mean to offend you. It's not that.
I just don't know what will happen to me if we don't get you out of there. Mia, come on. Don't say that. Let's just focus on getting you out safe and sound, okay? Okay. Also das Fleisch ist hier mittlerweile auch getrocknet. Das ist gut, das ist auch getrocknet. Oh, habe ich doch ein bisschen Fleisch, ne? Das braucht noch ein bisschen, das Riesenkrötenfleisch. Das ist schon mal gut, Alter. Ich habe hier noch ein bisschen was zu tun. Mia, before you called, I drank ayahuasca. It helped me remember our first days here. When you went to the village. Vergangenheit. What? Jake, don't ever do that again. It's dangerous. Besides, not all you see under its influence is true. But did you get to the village by boat? Yes. And you did take part in the ritual. That doesn't change anything. I'm afraid of what you might see. Just come back to me. Please. Let's leave the past behind. I'm trying to, but I need to know what happened. Mia. Mia? Die ist irgendwie ein bisschen seltsam, die Mia. Das verbirgt irgendwas. Mia, is there anything else that you could tell me about my accident? Honey, I know as little as you do. I know, but I was running from something. I don't know how to help you. Just do whatever it takes to survive, okay? Your memories might come back on their own. Yeah, well, maybe you're right. Over and out. Ja, so viele Fragen und keine Antworten von ihr, ne? Also, ich sag's ganz ehrlich, die verheimlicht was. Aber an der Stelle sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.